Gameplay eigentlich irgendwo hier? T and the MGs, bootleg. We had the Coasters, That Is Rock and Roll. Lonnie Russ was Something Old, Something New. And the Five Satins with In the Still of the Night. I caused some confusion mentioning that Stax Family Reunion. That is taking place in Memphis. Now we're hoping Chris Blues and Oldies is going to charter a Volkswagen to get us down there. But really, it looks like we're going to have to wait. It would be nice if the show would go on the road and come to the Bay Area. We can say our prayers in that direction, but that is not, at this point, in the works. It's not within, it's not without the realm of the possibility that a show like this could come to town, but as of now, this Memphis Stax Family Reunion is happening in Memphis at the Mid-South Coliseum. So, we are stuck here, and Memphis is Memphis, and that's a long ways away, isn't it? This is the Autumn King Show, and right now we got Lonnie Johnson. Hör Alin, der Tod ist empedoklös. Zwar ist meine Stimme, die sich mehr den Sterblichen gerühmt, weil ihn viel zu viel beglückt, die gütige Natur, wie du vertraut zu sein mit einem Göttlichen, die Welt ist nie zu viel zu klären. So sag ich auch, du guter, du heiliger Zauber, noch aus meinem Geiste nicht gewichen war, die du innig geblieben bist, in meinem Geiste nie gewichen warst. Der Geist in mir blüht, wie du selbst in mir blühst. Doch, Vater, danke, ich will nie wieder das Bitterste zu mir nehmen. Muss ich denn da alleine sein? Das
kommt der Schlusschor des ersten Aktes. Achtung, die in ihr eine Abschiedsverbeugung liegt. Die in einer Abschiedsverbeugung liegt. Sie ist zärtlich. Sie ist die zärtlichste Frau. Women and children were screaming. Sie trägt ihn auf Händen. Sie kann weinen. And the way it keeps raining, Beweis dessen, dass auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können. Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ ihr Mast festschmieden. Ähnliches hatten natürlich seit jeher alle Reisenden tun können, außer denen, welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten. Aber es war in der ganzen Welt bekannt, dass dies unmöglich helfen könnte. Sie ist biegsam, sie liebt mit dem Willen, sie nippt zwischendurch an ihrem Champagnerglas, dass es schnell bergab gehen kann, weiß sie. Nun haben die Sirenen aber eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen.